Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch sofort hier vom Rhein in Düsseldorf bei den Wachgen Geschäften. Ich bin da auch ein wenig entlang gegangen, das habe ich gefilmt. Und jetzt gehe ich Richtung Altstadt. Ich hoffe, euch gefällt den Vlog. Ich werde auch noch morgen, also für euch im Laufe des Videos, mit dem Flieger Richtung Bari in Apulien, also der Abschluss Italien, also Süditalien. Also viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute und willkommen zur letzten Videoszene hier. Aus Düsseldorf, bevor ich zum Flughafen gehe, es ist jetzt Abend, ich gehe schlafen, muss morgen schon um 6 Uhr morgens aufstehen. Ich komme, wie gesagt, jetzt direkt aus Düsseldorf, aus dem Zentrum. Da habe ich eine Werbung gesehen, wo Dena drauf ist. Das hat mich schon ein wenig verwundert. Dena war vor 3 Jahren, glaube ich, ungefähr, mein Lieblings-YouTuber, als er auch 500.000 Abonnenten hatte. Und jetzt bei den Vlogs nehme ich mir immer Beispiele an ihm. Hallo Leute und willkommen aus Italien. Ich bin heute Morgen früh gut in Bari angekommen. Bari ist übrigens die zweitgrößte Großstadt in Süditalien mit 300.000 Einwohnern. Und jetzt genieße ich ein wenig die Ortschaften, die um Bari herumliegen. Und ein wenig das glänzende Meer. Verdammt, Peter! Du meinst Pietro! Den italienischen Gesetzen nach muss ich mich nun leidenschaftlich selbst küssen. Peter, geht's dir gut? Blöde Frage, mir geht's toll! Ich hüpfe durch Italien, ich bin ein kleiner Ball. Ich bin winzig klein und pass rein überall. Und nun die nächste Szene. Si kann mir nicht parken! Entschuldigung, was? Von ihrem natürlichen Feind herausgefordert, bereitet sich das schwarze Weibchen auf den Kampf vor, indem es seine Ringe abstreift. Währenddessen sieht sich das italienische Männchen um sicherzugehen, dass die anderen Italiener sehen, was er sieht. Den bevorstehenden Kampf spürend, fliegt eine Schar von Juden davon, da die Vermeidung von Konflikten ihre größte Überlebenschance darstellt. Hallo Leute und willkommen aus meinem Hotel. Es ist einfach ein 5-Sterne-Hotel. Und ich habe einfach ein Zimmer für mich alleine. Richtig geil. Aber den letzten Ortschaft habe ich auch einfach gekauft, was ich jetzt euch präsentieren möchte. Tada! Okay, irgendwie richtig unspektakulär. Aber passt richtig gut zu meinen alten, welche ich vor fast einem Jahr in Andorra gekauft habe. Aber ich gehe dann gleich ein wenig hier durch ein Hotel. Es ist immer so einzelne Zimmer, richtig gut gemacht. Und auch ein wenig ins Schwimmbad, was ich natürlich alles für euch filme. Ich bin gerade in Loco Torondo, wo ich auch gegessen habe. Ja, Homer Simpson ist wirklich toll, hat mich bestochen, weil ich lügen soll. In Wahrheit finde ich ihn gar nicht klasse, er ist der Einzige, den ich wirklich hasse.
Wie wunderschön. Schade, dass ich kein Italienisch verstehe. Und ja, einen wunderschönen Hintergrund habe. Danach gehe ich auch ein wenig in ein Hotel, wo ich übrigens in einem Trull schlafe. Ihr habt es ja von innen schon gesehen. Hab ich auch ein Foto für euch einzublenden. Willkommen zu Endcard des Videos, weil es ein wenig länger wird. Also ich erzähle euch etwas über das Hotel, über Gäste und so weiter. Und ja, und ich gehe ein wenig hier herum. Ich habe auch in einem Trulle geschlafen, was richtig geil war. Ein 5-Sterne-Hotel, ein Doppelzimmer für mich alleine. Finde ich gut. Doch, dann hinten, glaube ich, spät ihr schon. Das Schwimmbad, wo gerade sauber gemacht wird. Da kann ich einfach über gestern erzählen. Ich habe gestern auch einmal im Schwimmbad gefilmt. Und vorgestern, wenn wir schon zu diesem Thema sind. Ich habe vorgestern die Kamera so in der Hand gehalten, um zu filmen. Gestern habe ich einfach das hier um die, also den Band um die Hand geschnürt. Wow. Dann so fast die ganze Zeit gefilmt. Gestern ist noch ein kleiner Fail hier im Schwimmbad geschehen. Ich habe einfach mein Tuch hinten auf eine Liege gelegt. Mein Action-Kamera-Material und meine Badlatschen, welche ich vom Hotel bekommen habe und so weiter. Ich habe vergessen, meine Brille auszuziehen und bin einfach mit der Brille ins Wasser gesprungen. Und ich bin ein wenig neben der Spur. Und die Sonne scheint mir ins Gesicht. Aber alles sehr schön hinter gehalten. Steinen, sehr schöne Wege. Jetzt können wir einmal in mein Zimmer gehen. Schlüssel habe ich schon parat. Das ist der Schlüssel. Also dieser hier für den Safe. Okay, man kann das. Dieser ist der Schlüssel für den Safe. Dieser dann logischerweise für das Zimmer. Jo, alles klar, Digga. Okay. Mein Zimmer muss ich selbst in der Dschungel gehen, es ist alles unaufgeräumt. Man kann kennt das ja so von mir. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Okay, dann ohne Licht. Ja, wollte ich mich einmal verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn ich gestern fast gar nicht gefilmt habe, denn ich habe ja die SD-Karte in meinem Action mal gefilmt. Vergessen. Und jetzt, hier ist ein Video, hier ist ein Kanal. Also hoffe ich mal, wenn ich in einem Computer, in einem Hotel ran gelassen werden darf. Okay. Tschüss.